Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu The Wandering Village. Wir hatten in der letzten Folge, ich würde sagen, sehr viel Erfolg. Wir haben ein paar neue Leute. Wir haben die Forschung, die läuft ganz gut. Die läuft gerade bei 120%, weil wir hier noch einen am Start haben. Und die Kundschafter haben uns ein bisschen Eisen gebracht. Sophie, eine ganze Portion Wissen. Was wir auf jeden Fall bald auch hier einsetzen werden. Genau, wir müssen mal gucken, die sind gleich durch. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal hier diese Hütten. Aber wir müssen auch schauen, dass wir eventuell hier oder hier reingehen. Das sind alles so Sachen, die würde ich am liebsten gerade parallel machen. Und da können wir bald abbiegen. Ich würde aber sogar sagen, lass uns eventuell gerade ausgehen. Wobei, du bist relativ müde. Oh, nimm sie auf. Bestätigen. Gesunde Männchen. Ja, super. Sehr schön, wir sind bei 27. Und die sind alle ein bisschen hungrig, eventuell. Über die Zeit auf jeden Fall. So, da ist noch ein zweiter am Einmarschieren. Ja, die machen einen ganz guten Job. Die Küche, da würde ich vielleicht ja einen davon noch dazu holen. Und dann gehen wir hier nochmal auf die Alleskönner. Hier können wir keinen hinzufügen, genau da finden uns die Leute. Aber in der Küche... Da sollen sie auf jeden Fall schön weitermachen. Sehe ich das sogar... Ne, hier sehe ich nicht, wie schnell das funktioniert. Ja gut, das Lager hier reicht gerade völlig aus. Vielleicht machen wir nochmal ein zweites Silo. Hier haben wir nämlich gerade alles voller Rüben. Silo, wo könnten wir das denn bauen? Also hier würde es eigentlich auch Sinn machen, ne? Hier oben... Da ist irgendwas im Weg. Was ist denn das? Achso, das gehört hier zur... Ja, okay. Ja, ich glaube, ich werde da oben noch ein Silo hinmachen. Das hier ist ja auch unten beim Feld. Machen wir noch ein Silo dahin. Holz und Stein brauchen wir. Müssen wir nochmal loslegen, glaube ich. Und da holen wir... Ja, können wir nicht sogar vielleicht einfach mal... Wir haben ja jetzt nicht so einen Stress. Also noch nicht. Holen wir einfach mal ein bisschen weiter von da hinten. Da ist noch ein Stein. Und ansonsten haben wir hier noch ein paar. Ich glaube, ich muss da einfach einen Weg mal rüber bauen. Oh, die sind durch. Dann. Ja, ich glaube, weil das gerade, weil wir da gerade so drin sind, gehen wir, glaube ich, darauf. Ansonsten, ich guck mal gerade, wo stehen wir denn hier? Minus 6% Wohnqualität. Ich würde sagen, wir machen das erste schon mal. Und anschließend müssen wir dann, wenn uns nichts dazwischen kommt natürlich, müssen wir dann die anderen Häuser machen. Mistsammler. Ja, den müssen wir später noch aufbauen. So. Hier könnten wir so eine Autobahn ziehen. Oder hier. Ja, baut mal bitte darüber. Dann mache ich hier, oder kann ich das so nehmen? Genau, Steinbruch. Dann, ich weiß nicht, wie groß er ist, aber dann würde ich den vielleicht sogar hier zwischen später bauen. Das wäre natürlich super. Oder sogar hier. Wenn das Feld an der Stelle groß genug ist. Ich bin sogar überlegen, ob ich hier noch runter bauen soll. Aber gut, die werden da jetzt einmal fällen. Wir belassen es erstmal dabei. Genau. Dann macht den hier aber schon mal weg. Dann können wir hier später weiter da rüberziehen. Und dann machen wir hier eine Straße nach unten. Und hier dann irgendwie den Mistsammler hin später. Den müssen wir natürlich hinten anbringen. Das kann ich auch gerade mal kurz zeigen. Das ist dann... Upsa. Das ist dann genauso wie eben auch mit dem Horn. Müssen wir halt eben hier nur hinten machen. Ich meine, macht ja auch Sinn, ne? Es sei denn natürlich, das ist ein... Richtig außerirdisches Wesen. Ja. Der ist bereit. Für das Horn. Oh, verdammt. Oh, verdammt.
Achso, diese Entscheidung liegt in der Vergangenheit. Okay. Achso, nee, das passt aber auch. Oh, nice. Da schicken wir direkt mal einen hin. Nee, das passt ja auch für uns. Quatsch. Ich, wollte ja gerade ausgehen. Wie weit müssen wir denn überhaupt da noch? Das ist gar nicht mehr so weit. Dann wird es wieder frei von jeglichem Gift. Dann wird es wieder angenehmer. Dann ist hier der Hochsommer rum. Oh, ein Weg ist fertig. Ihr seid... Ja, ist doch volle Anzahl. Achso, die sind aber auch auf jeden Fall auf dem Weg. Sehr gut. So, du bist aber auch auf dem Weg dann zum Schlafplatz. Ja, und da müssen wir dann bald in die Wohnqualität gehen. Aber es ist schon cool, das funktioniert. Essen geht weiterhin plus. Trotz Dürre, trotz heißem Klima. Wir machen wieder schön große Ernten. Das läuft. Ja gut, die stehen jetzt natürlich, aber dafür haben wir halt eben hier die Wasserproduktion. Ach ja, hier, guck mal. Och, ja, cool. Gute Arbeit, Dennis. Sehr schön. Ist hier eigentlich auch, ach hier, guck mal. Rübensuppe ist da drin. Ja, die greifen natürlich dann zur Rübensuppe und nicht zu den Rüben, wenn die Hunger haben. Würde ich genauso machen. Dementsprechend wird das Lager da nicht so voll. Aber hier, guck mal, die können die ganzen Felder jetzt leer räumen. Die kommen sogar von hier unten schon. Da sehen wir also, da ist Bedarf an Silos. Ja, hier, das ist auch komplett voll mit Mais. Was haben wir denn hier? Achso, frische Luft. Ja, sehr schön. Wir gehen mal hier wieder auf normale Geschwindigkeit. Kurzer Kälteeinbruch. Onbuch Futterstelle und der Schrein. Da würde ich später vielleicht noch Leute hinschicken. Genau. Leg du dich mal schön hin. Du bist schon sehr müde. Da gibt es auch bald was zu essen. Das ist immer so schockierend rot. Oh nein. Und dann steht da, dieser Ort ist, scheint nicht von Gift zu betroffen zu sein. Achso, genau, das ist Durchhalten für die Map. Ach, guck mal, das geht auch mit S. Nee. Was? Ach nee, mit den Tasten. 4, 5 und 6. Ah. Okay. Was haben wir denn hier? Achso, das sind generelle Infos. Das brauchen wir jetzt nicht. Bug Report, Pausenmenü. Sehr ruhiger Herzschlag mit 1,9 Beats per Minute. Also jetzt gerade 1,8 Schläge in der Minute. Was hatten wir eben? 2, 4? Das ist nicht gerade viel. Und die Hauptverkehrsstraße ist fertig geworden. Sehr gut. Zum Glück gibt es keine Staus, sonst wäre das hier eine perfekte Stelle dafür. Flashbacks aus City Skylines. Da hat bei mir immer funktioniert, einen Kreisel einfach dahin zu klatschen. Und dann hat es irgendwie funktioniert. Also oft. Nicht immer, aber oft. Was ist das? Eisenerz. Ah ja, und hier haben wir Eisen. Ich bin mal gespannt, wofür wir Eisen brauchen werden. Achso, warte mal. Rübe. Ist bei 60%. Achso, meist 200% Zersetzung. Ich habe mich gerade schon gefreut. Hey, 200% Wachstum. Ja, von wegen. Ein Wissen mitgebracht. Sehr gute Arbeit, Jungs. Da schaut mal bitte nach. Vielleicht finden wir da noch so ein paar Leute. Ein paar sind gerade untätig. Ein paar Angestellte wahrscheinlich. Oder vielleicht hier so. Wenn sie gerade keinen Stein haben. Da
könnte man noch optimieren. Das wäre halt ganz cool noch zu sehen, wo das der Fall ist. Und wir sind gerade bei 98% Effizienz. Wahrscheinlich durch, genau, Nahrungsqualität. Dadurch haben wir einen kleinen Bonus. Onbu musste mal. Und hier Erntedankfest. Als die Kundschafter eintreffen, sind die Vorbereitungen für ein großes Fest in vollem Gange. Die Einheimischen feiern ihr traditionelles Erntedankfest. Obwohl die Ernte in diesem Jahr schlecht ausfiel und sie noch mehr Essen benötigen. Ah, verdammt, ich kann's halt nicht. Tut mir leid, Leute. Aufschieben. Hier, bitte. Erntedankfest. Sie schätzen dein Geschenk und beginnen das Fest. Leider stellt sich heraus, dass das Essen als Opfergabe zum Besänftigen ihrer Erntegottheit benutzt wird. Die Kundschafter kehren mit leeren Mägen zurück. Ah. Na gut. Hätte sich auch anders herausstellen können. Man kann ja nicht immer Glück haben. Was haben wir hier gerade für ein Problem? Leute, was haben wir für ein Problem? Wegen 60%? Aber gut, ihr seid ja auch gerade wieder neu am Säen. Das wird sich hoffentlich bald stabilisieren. Sonst gibt es Ärger. Gut, du hast keinen Stein. Das ist okay. Da kann sich aber mal hier gerne jemand drum kümmern, wenn er Bock hat. Und ihr kommt hoffentlich dazu. Ja. Ja, so ein bisschen stabilisiert sich das gerade. Hoffe ich. Also gerade viel Plus und Minus. Aber hauptsächlich Minus. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Aber hier sind wir gleich durch. Aber wir sind immer wieder bei 200. So, Forschungsbaum öffnen. Ich habe gesagt, ich will hier in die Hütten. Ja, gehen wir in die Hütten. Gehen wir in die Hütten. Ehrlich gesagt, macht mir das gerade hier ein bisschen Sorgen. Habe ich irgendwo jemanden übrig? Hoppala. Kann es sein, dass wir ein bisschen überfordert gerade seid? Ich meine, hier sind auch nur zwei Leute drin. Was? Oh, verdammt. Das ist eine ganze Strecke. Da haben wir noch ein paar Nomaden. Die kommen eventuell auch noch hier drüber. Aber ich glaube, die sind ein bisschen schneller als wir. Aber ich will Onbu jetzt auch nicht hier stressen. Das ist aber noch okay tatsächlich. Zum Glück haben wir so eine richtig fette Küche. Da ist bestimmt schön warm drin. So, meine Freunde. Ihr macht wieder Plus. Hey, das sehe ich doch echt gerne. Gut macht ihr das. Sehr, sehr, sehr gut. Hier ist das Silo. Das Silo ist voll. Hier ist auch recht gut voll. Das Silo ist voll. Sehr schön. Es läuft. Trotz Winter. Oder so. Die Forschung hier dauert echt lange. Wir haben 140%. Wieso haben wir 140%? Achso, weil wir da. Ach ja, stimmt, wir haben ja den vierten. Okay. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr angenehm. Wo waren wir dran? Hier. Ein Tag, 11 Stunden, 59 Minuten. Die sind also noch eine Weile beschäftigt. Ah, jetzt wird es auch wieder wärmer. Habe ich zumindest das Gefühl. Ja, langsam kommen wir raus. Und da kommt überall Gift. Kurzer Kälteeinbruch. Was ist denn Süden und Norden? Ach so, das zeigt es mir an. Okay, gut. Dann gehen wir da lang. Wie, du vertraust meinen Befehl nicht? Wieso denn? Kundschafter sind bereit. Dann schicke ich dir auch mal los. Ich schicke euch mal dahin. Nehmen sie auf.
Gesunde Menschen plus 3. Wir machen mal Normalgeschwindigkeit. Wo konnten wir Verstärkung gebrauchen? Das war hier. Nee, gar nicht wahr. Das war nicht hier. Das war hier. Hier. Und den letzten hier. So, aufgeteilt. Das läuft. Wieso hast du mir nicht vertraut, Anbu? Warum? Oder ist das ein... Oh Gott, mit dem Bedürfnis deiner Bewohner. Oh Gott. Oh Gott. Wohnqualität, die kriegt ihr doch bald. Nahrungsvielfalt. Wieso habe ich denn so wenig? Ich muss wahrscheinlich noch ein paar Beeren dazu kriegen. Einen Beeren-Sommler. Oh, da ist das Sägewerk. Sollte ich eigentlich schon mal mit anfangen. Ich meine, ich baue es jetzt. Ich baue jetzt das. Und ich mache jetzt Folgendes. Jetzt habe ich den Faden verloren. Eigentlich könnte ich auch das hier noch machen. Ökologie hier so hin. Das ist so die größte... Hier haben wir noch, wo wir später unseren Steinbruch hinmachen wollen. Ist aber auch nicht viel größer. Ich glaube, hier macht es wirklich mehr Sinn. Hier würde ich nämlich noch bauen wollen. Ich mach die mal. Ich meine, wenn wir so Zeit haben, dann können sie es ja machen. Aber was wollte ich ursprünglich machen? Ich glaube, ich mache hier einfach so einen Weg rüber. Zumindest jetzt erstmal. Ich kann es ja immer noch abreißen irgendwann. Es wäre ganz cool, wenn man die Gebäude noch verschieben könnte. Aber das machen wir jetzt auf jeden Fall schon mal für Onbu Futter. Ich meine, da haben wir jetzt noch nicht das Bedürfnis, dass wir das machen müssen. Aber wir wissen ja, wie es ist, ne? Haben ist besser als brauchen. Ja, hier so ein kleiner Zickzackweg. Boah, ich hoffe, das wird nicht so ein krasses Thema, was Platz betrifft, dass ich ja wieder alles umbauen muss. Ich meine, je nachdem, wie weit wir kommen, können wir uns das später vielleicht sogar leisten. Aber jetzt gerade... Wer ist denn hier überhaupt untätig? Ein paar Angestellte. Ihr seid untätig. Ihr nicht. Wir sind auf Tour. Okay. Das sieht sehr gut aus. Die Siedel sind wahrscheinlich auch wieder voll hier, ne? Ja, nee. In dem Fall tatsächlich nicht. Wird also gut verarbeitet. Die Hütten sind fertig. Jo, Forschungsbaum öffnen. Dann gehen wir jetzt tatsächlich, also bevor wir jetzt hier reingehen, gehen wir erstmal tatsächlich jetzt hier rüber. Schauen jetzt erstmal gerade, wo wir hier auf dem Stand sind. Ich glaube, ich würde hier vielleicht, genau, Onbu Doktor machen wir erstmal. Dann läuft das, die Hütten, die bauen wir jetzt hier hin. Hier haben wir gesagt, wollen wir so eine Art kleines Dorf machen. So ein kleines Hüttendörfchen. Ja, das passt da noch perfekt hin. Oh. So. Yo, da dürft ihr dann ran. Du brauchst auf jeden Fall Holz. Ich meine, das hier oben braucht Mitarbeiter. Wen nehmen wir denn da? Wir müssen hier wieder abziehen. Da oben wird gesucht. Da oben geht jemand hin. Da kann noch ein zweiter hin. Ja, wunderbar. Hoppala. Wir sind auf dem Weg. Hier ist noch nichts geschehen. Seid ihr bei den Häusern schon dran? Ihr seid bei den Häusern schon dran. Ach Mann, seid ihr schnell. Ihr seid der Wahnsinn, Leute. Richtig gut. Gefällt mir. Dementsprechend kommen wir hier natürlich auch auf, was die Wohnqualität betrifft, schön nach oben. Wir brauchen, nee, gar nicht wahr, wir brauchen nicht noch ein Haus, das reicht jetzt genau für 30 Leute. Wir können die dann hier theoretisch abreißen. Hier kommt ein Kälteeinbruch, hier brauchen wir Ressourcen, das sind Holzbretter, die sind tatsächlich aber
bald in der Mache, wenn die Leute hier loslegen. Und da wird mit dem Abbau begonnen. Ich weiß halt nicht, ob der Abbau jetzt direkt stattfindet, ich direkt 200 bekomme. Oder ob das immer so stückweise geschieht. Aber ich glaube eher stückweise, weil sonst könnte ich das Ding ja immer wieder neu umbauen. Also müsste ich immer wieder neu umbauen. Schauen wir jetzt mal. Wir sind jetzt bei 0 Holz. Und das Lager hier ist voll. Nice. Das geht aber auch echt schnell. Jetzt steht's. Warum steht's? Warum? Was? Hier wird keine Pause gemacht, Leute. Also bitte. Oh. Wo gehst du hin? Hast du... Nee, du hast kein Holz am Start. Sägewerk. Ihr holt immer zwei Holz, ne? Ja, ihr holt immer zwei Holz, okay. Das passt für mich. Da seid ihr nicht dran. Ihr macht gerade schon mal den Weg. Das ist schon mal ganz gut, dass ihr das zuerst macht. Dann kommt ihr da später schneller rüber. Das erste Haus ist auch fertig. Und hier haben wir tatsächlich -0% Wohnqualität. Das heißt, wir sind gerade bei 104 Gesamtproduktivität. Das ist doch schon mal sehr gut. Ja, das läuft. Das läuft sehr gut. Und ich sehe auch gerade, dass wir schon wieder am Ende einer Folge sind. Das heißt, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und ihr seht, das Dorf baut sich weiter auf. Wir sind gerade, finde ich, ja, relativ gut unterwegs, was den Aufbau des Dorfes betrifft. Auch wenn wir jetzt hier noch ein paar offene Baustellen haben. Ich gucke mal gerade auf die Karte, was uns so erwartet. Da kommt nochmal eine Kältefront. Wir können nochmal die Leute losschicken. Dann kommen die beim nächsten Mal auch... wieder zurück. Ich schicke dir einfach da in den Wald. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann seid doch so lieb. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt und es noch nicht getan habt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder zurück. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.